Heute beweisen wir eine ganz besondere Art von Skills. Ich meine, wir haben schon viele, aber heute kommen ganz besondere dran. Und zwar die sogenannten Motor-Skills. Was es mit denen auf sich hat, jetzt bei Kai, so geht das. Die Show mit dem besten Intro der Welt meldet sich zurück. Hi, Denzin. Hi. Moin. Da sind wir wieder. Eine neue Folge Kai, so geht das. Und heute mit einem Thema, von dem ich kaum Ahnung habe. Das finde ich so schön. Ich freue mich richtig drauf zu sehen, wie du jetzt gleich da spielst. Ich bin sehr gespannt. Ja. Ja, wir beschäftigen uns heute nämlich, wie du schon gesagt hast, mit Motor-Skills. Und ich würde sagen, das ist die Königsdisziplin. Ich finde, wenn es schwere Level gibt in Hex und da noch Motor-Skills drin sind, dann ist das wirklich Hardcore. Und was meint Motor-Skills? Das wirst du gleich zeigen. Im Prinzip könnt ihr nämlich dann in der Luft zu jedem Zeitpunkt von Spin auf Normal-Jump wechseln oder andersrum. Und das macht so viel, gibt so viele Möglichkeiten für Setups. Und ich finde cool, dass du gesagt hast, du hast das wirklich noch nie gemacht. Noch nie gemacht. Ich habe es diverse Male gesehen. Ich meine, es gibt ja ein paar große, bekannte Hacks, die das auch eingebaut haben. Ja, ja. Aber ich habe es in der Tat noch nie ausprobiert. Ich bin sehr gespannt, wie lange ich brauche, um meinen Kopf darauf einzustellen. Ja, wir haben hier einen sehr schönen Hack, den wir da zum nutzen können, zum Üben. Der ist von Sweet Dude, Chain Reaction. Der hat in jedem Level Motor Skills, also jedes dieser Level hat Motor Skills, aber führt einen sehr langsam ran. Also das ist gerade ganz schön, wenn du es noch nie gemacht hast, sehr simpel am Anfang, aber so soll es ja sein. Er macht auch einen sehr freundlichen Eindruck. Ich meine, wir hören schon die Musik. Ja, schön. So. Ist auch freundlich. Ist ein sehr schöner Hack. Und wenn man Motor Skills noch nie gemacht hat, würde ich den empfehlen, weil da lernt man's. Wird aber auch wild. Wird wild. Ich bin sehr gespannt. Und wir haben ja schon auch diverse Male in den vorherigen Episoden drüber gesprochen. Du hast mal eine Zeit lang mit der Kralle gespielt. Die würde sich natürlich bei Motor Skills auch sehr anbieten. Wenn man das nicht macht, wenn man mit dem Standard Super Nintendo Layout spielt beim Controller, muss man natürlich sehr viel seinen Daumen über die Tasten fliegen lassen. Und da bin ich mal gespannt, wie du dich da anstellst. Ich finde, das ist nach wie vor eines der schwersten Sachen in Hex. Also Motor Skills sind super spaßig. Ich liebe jedes Level, aber sind auch echt hart. Es gibt keine Overworld. Das Bonus. Ist, ja, ich glaube, da kann man ein Passwort ein. Das geht ruhig mal rein, das ist ganz interessant. Es gibt ein Passwortsystem. Passwort, Alter. Ja, also. Was für ein Hack. Passcode auch mit R. Mit R geht auch. Kann ich schon mal spoilern. Danach nochmal Jump. Ja, aber das ist nicht nötig. Aber ja. Und dann noch schon mal einen schönen Jump. Und dann noch einen Klar! Du kannst auch noch. Aber das mit dem Passwort finde ich schon ganz nett. Okay. Und dann noch. Okay. Ja, gut. Das ist aber hier ist eine Tür. Oh, die habe ich noch gar nicht gesehen. Ah, nee, sorry. Und da musst du wahrscheinlich das richtige Passwort. Krass! Ach, das ist wahrscheinlich ein Passcode eingeben. Ach, krass. Und dann kannst du durch die Tür. Spannend. Das ist ja fantastisch. Was für ein Hack! Noch nie gesehen, ein Passwortsystem. Nee, wirklich nicht. Ja, Tutorial macht vielleicht kurz Sinn. Ist vielleicht auch gerade, um sich dem Thema zu nähern, gar nicht so blöde. Ist natürlich jetzt sehr simpel, ne? Ja. Hey. Ah. Und du hast schon gesehen, in der Luft hast du es jetzt gewechselt. In der Luft. Das muss man da auch. Das sind One-Ways quasi, die Clouds. Sehr gut. Weil das würde natürlich normalerweise nicht funktionieren. Wenn du einen Jump startest mit Spin, dann bleibst du da auch. Aber was halt Motor-Skills ausmachen, dass du wirklich hin und her wechseln kannst. Press A at the peak of the jump. Ja, okay. P, Speed, B. Okay. Genau. Und was man damit einfach machen kann, ist viel weiter. Aber bist du jetzt komplett rübergegangen? Ich bin komplett rübergegangen, ja. Weil du darfst halt Rennen nicht loslassen. Und das macht es halt so. Problem. Make sure to read the message boxes. Alles klar. Okay, das ging ja schon mal gut. Dann mache ich mir gar keine Sorgen. Dann mache ich mir schon mal keine Sorgen hier bei den ersten Leveln. Press A or B at any time to switch between spin jump and normal jump. Genau. Even in midair, this applies to every level. Hey. Falsch. Ja. Falsche Entscheidung. Ich wollte es direkt ausprobieren. Ja, guck mal, easy. Ja, das hast du drin. Das ist gut. Ja, dann möchte ich die harten Level sehen sofort. Das ist jetzt ihr Kindergeburtstag. Aber es ist natürlich zum Reinkommen gut.
Eben, man muss ja erstmal reinkommen. Aber ist doch direkt cool, oder? Ach, da kam die Kralle. Ich hab überlegt und die Kralle kam rein. Die Kralle wäre auch echt gut beim Motorskills. Ja, die Kralle ist auf jeden Fall praktisch. Also, das ist, weil ich lasse sonst Y immer wieder los. Da hilft die Kralle, theoretisch. Okay, es ist, jetzt versuche ich drüber nachzudenken, mit welchem... Am besten ich, nicht, ja. Genau. Einfach. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr einsteigerfreundlicher Hack, was Motorskills angeht. Der ist richtig schön, kann ich nur jedem empfehlen. Musik ist. Ja, und original Mario-Musik, aber schön geremixed ist natürlich. Ja. So, aber wie komme ich jetzt an den. Du kannst ja erstmal spinnen, solange du willst, da drauf. Ach so, ja, stimmt. Hä? Der war einfach nur. Toll. Ja, gut. Möchtest du nicht. Als Plattform. Ja, irgendwann sagte, bei irgendwem habe ich mal die Definition gehört, bei Kaizo, Kaizo ist für ihn alles, was dir zur Verfügung gestellt wird, musst du auch nutzen. Ja. Im Level. Ja, ist ja meistens so, ist ja selten irgendwas unsinnig. Ja, stimmt. Wenn da jetzt eine Pflanze ist, dann wird die schon irgendeinen Zweck haben. Genau, und dadurch war dann so, okay, da ist was, das heißt, ich werde wahrscheinlich drauf hüpfen müssen. Aber genau den Gedanken kann man ja ausnutzen. Ja. Haben sie ausgenutzt. Ja, beim Abspringen und dann muss ich nochmal. Genau. Okay. Was es hier jetzt noch ganz leicht macht, das ist nämlich nochmal eine große Schwierigkeit, die dazukommt. Du machst hier bei dem Wechsel immer, kannst du hier immer einen Full Jump machen. Ja, das stimmt. Einfach, deutlich schwerer ist es, wenn du nur jetzt einen kleinen Spin machen könntest zum Beispiel, weil du dann nur kurz A drücken musst, um in den Spin Jump zu gehen. Aber jetzt kannst du einfach immer von oben nach unten wechseln, immer komplett draufhalten, den Daumen. Ich mag Full Jumps. Ja. Jetzt kannst du wieder hoch und wieder hoch und wieder hoch. So, das macht es erstmal noch leicht. Aber das ist auch das erste Level. Sehr gut. Checkpoint. Da war der Checkpoint. Okay, was habe ich da? Aber dann. Den Turnblock treffen und reinflutschen. Ja. Ist kein Shell Jump. Ist einfach nur den Turnblock treffen mit der Shell. Easy. Ja. Der Hack ist, also den empfehle ich dir sowieso mal ganz zu spielen. Der hat auch nicht viele Exits. Der ist wirklich, wirklich schön. Geile Musik, geile Grafiken. Whoop. Vergessen? Vergessen. Gute Musik. Alles am Start. Also da kann man Full Jumps machen, das ist ja. Genau, das ist dann halt noch nicht so friemelig, sag ich mal, weil du immer genug Zeit hast, umzugreifen. Ja. Aber ist auch nicht schlimm, wenn man zwischendurch X und Y loslässt. Genau. Ja, das. Tja. Das darf nicht passieren. Das sollte nicht passieren. Aber wie gesagt, es ist kein Shell-Jump. Du hast ja die Lücke noch, den einen Blockplatz zum Hinstellen. Dadurch ist es human. Aber ja, gut, Turnblock-Treffen ist auch noch... Ist halt wieder so dieses... grundsätzlich ist der Trick natürlich nicht schwer, aber nach dieser Kette von ganzen Sprüngen, dann halt darauf einzustellen. Aber das ist halt Kaizo. So, und was ist jetzt was sagst du jetzt nach deinen ersten Motorskills-Sprüngen? Ist spaßig, oder? Auf jeden Fall. Finde ich auch. Dadurch hast du halt so viel Setup-Möglichkeiten. Das ist ja krass. Boah, easy. Easy. Okay, was haben wir hier? Coins indicate where you should land, jump or let go of an object. Land, jump, okay. And also can switch jumps while holding objects. Macht Sinn. The Donuts. Mario Maker Donuts. Da darf ich, okay. Irgendwas Gutes muss Mario Maker auch gebracht haben. Das hat einiges Gutes gebracht. Ja, das stimmt. Das heißt, ich muss, bevor ich ihn greife, okay.
Ah, und dann wieder zurück. Okay, okay. Step by step. Ja. Ah, hat er nicht gegriffen? Ah, und jetzt. Wieder wechseln ist cool, aber, ne? Also ist total cool, man kommt gut rein. Also step by step, man sieht direkt. Man hört auch, wie du spielst. Man hört echt krass, wie du die Tasten drückst. Ich glaube, du drückst sie auch fest. Meinst du? Ich glaube, ja. So hört es sich an. Ich weiß nicht, wie lange der Controller das durchhält. Aber. Ja. Bei dem ganzen Umgreifen, aber kann ich absolut nachvollziehen. Und diese Boxhandschuhe, kennst du die, die da kommen? Nee. Auch sehr lustig, finde ich. Oh, dann würde ich dich sehr gerne beim Invictus-Level sehen. Im Oh ja, Invictus ist, ich bin gespannt. Ich glaube, ich komme ja so langsam in die Bereiche rein. Ja, auf jeden Fall. Kann. Ich habe jetzt gerade zu Hause Quickie World 2 beendet. Ja. Oh Gott. Genau, und jetzt wollte ich noch einen anderen Hack spielen, bevor ich mich an Invictus setze. Ah, okay. Du darfst einfach an den Boxern schon gar keine Richtungseingabe machen. Dann okay. Haut sie dich ziemlich weit. Also nicht nach links und nicht nach rechts. Einfach ran an die Wand und einfach nur an den Boxhandschuh. Aber da muss man jetzt schon ordentlich hin und her wechseln. Da muss man schon, ja. Da haben wir auch keine Full Jumps mehr. Ja. Weiter mit darüber. Oh, da hast du, glaube ich, gar keinen Weg gehalten. Ich bin gedrückt, ja. Ja, die Boxhandschuhe fand ich eigentlich, die habe ich häufig schon in Hacks gesehen. Die finde ich eigentlich ein sehr cooles Gimmick. Klack, klack, klack. Ich glaube, was hier jetzt noch passiert bei dir, das ist jetzt hier noch nicht so schlimm. Ich glaube, wenn du umgreifst, hast du nicht durchgehend die Renntaste gedrückt. Du wirst ab und zu immer ein bisschen langsam. Deswegen wird es auch manchmal knapp. Ich aber merke hier das durchaus, aber ja. Es ist... Ja, das ist halt das Problem. Aber das ist hier in dem Level jetzt erstmal noch nicht so das große Problem. Versuch's mal so. Ja, guck mal, jetzt bist du viel weiter gesprungen. Mhm. Ja, die Sprünge sind... Also du lässt halt immer ganz kurz los. Aber dadurch muss ich halt beim... Ich muss mehr drüber nachdenken. Ist es... Und das macht's schwieriger. Ja, genau, das ist... Der eine Punkt zu viel zum Nachdenken. Genau. Ja, aber du springst viel weiter. Da bin ich. Da ist der Daumen zu groß. Bin ich noch. Na, da haben wir da ganz kurz gebremst. Man sieht es ja. Also ist jetzt hier, wie gesagt, nicht schlimm. Das sind dann die Feinheiten, wenn das dann irgendwann nicht mehr geht. Aber ja, klar. Hast du kein B gehalten? Ich habe kein B gehalten, okay, ja. Es war wieder so... Na, ich muss ja nichts halten. Ja. Aber B sollte ich halten. Oh Gott. Ich habe so einen leichten Knoten im Kirn. Dieses, aber... Ach Gott, das ist... Es ist gerade enorm schwierig. Also auf der einen Seite habe ich, ich weiß, was ich machen will. Dann will ich gleichzeitig auch versuchen, dass ich es vernünftig mache, also die Sprünge ordentlich hinkriege. Das Lustige ist, meistens kriege ich es hin, wenn ich gar nicht drüber nachdenke. Also so der Instinkt greift schon. Ja. Und dann muss ich dabei noch artikulieren und reden, weil wir das Ganze hier live machen. Es ist nicht einfach. Nein, definitiv. Aber einfach wäre ja auch langweilig. War gut. Aber glaube, Progress. Es ist ja auf jeden Fall. Und es gibt gleich auch das Ziel, glaube ich. Ach, da habe ich den. Nee, wieder nicht gut, halt. Ja, aber es ist so eine schöne Mechanik. Ich liebe das eigentlich immer. Wenn ich ein Level spiele
und sehe dann am Anfang, oh, Motor Skills, dann freue ich mich einfach erstmal. Ich weiß, dass die Level dann automatisch schwer sind, aber trotzdem, ich mag die Mechanik voll und ich finde das so cool. Du kannst jetzt hier mit einem Item nicht wechseln, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob es das nicht aber auch gibt. Das kommt mir gerade sehr komisch vor, dass du mit einem Item in der Hand nicht wechseln kannst von Spin auf Normal. Macht die Programmierung wahrscheinlich nochmal einen Tacken schwieriger. Könnte ich mir vorstellen. Als da quasi nochmal ein anderer Mario-State ist. Auf den man sich da einlassen muss. Okay. Mein Gott, jetzt hast du ja aber transaliert. Hast du hier drei Schläge gehen lassen. Naja, ist ja nicht so, als Mario sie nicht verdient hätte. Ja, das stimmt. Und der fällt auch in Lava. Also im passieren deutlich schlimmere. Ja, oh gut, fair enough. Dann auch noch Y loslassen. Jetzt drück den Sprungknopf. Aber man kann da, ich glaube, man kann da so lange, wie man eigentlich will, eigentlich schon, ne? Noch durch die Luft boxen lassen. Man darf echt nicht zu viel drüber nachdenken, wie man jetzt gerade die Hand hält. Einfach machen. Wäre mein Rat für euch zu Hause. Wenn ihr es macht, einfach machen. Einfach machen. Ach, manchmal so das Problem, wenn ich dann B sogar schon drücke. Und dann will ich ihn drücken, aber mein Finger war schon drauf. Und dann willst du drücken, obwohl du schon drückst. Aber so ein schöner, friedlicher, freundlicher Hintergrund. Ja. Hast du so einem Lernlevel, finde ich. Ich glaube, mit so einer Musik habe ich auch gar kein Problem mit Grind. Nee, ne? Ist entspannt. Freut man sich einfach weiterzumachen. Ach ja, gleich schaffe ich es. Kein Problem. Hui, hui, hui. Hui, mit R, ne? Glaube ich. Kommst nicht rüber, denke ich. Nee, da kam dieser Spiny noch runtergefallen. Oh ja, das ist aber, glaube ich, böse. Der ist aber auch vom Timing her. Ja, ja. Mal so. Ah, alles ist hier machbar. Aber ist ja für Motorskill King Matthias kein Problem. Kein Problem, ja? Hier, easy. Und zack. Ah! Gewechselt habe ich jetzt noch ja, den ist nur noch ein bisschen. Regrab. Ja, dann hast du das erste Trainingslevel gemacht und dann bist du ready, sag ich dir. Dann bist du ready. Dann bin ich ready. Für die nächsten Level, die noch kommen. Ist die Frage, ob ich dann weitermache oder ob du uns dann eher schnell zeigst, was da noch so alles möglich ist. Ja, können wir auch mal probieren, klar. I call jank on that one. Hat nicht Swoon schon mal, hat auch ein Motorskills Level? Ja. Aber dummerweise haben wir jetzt ja keinen Speicherstand dafür. Ja, nicht bis zum da musst du da heute wohl schnell hinspielen. Ja, genau. Das ist ja kein Problem. Ja, wir können ja tatsächlich mal nach dem Level wechseln, das ich mal spiele, in der Hoffnung, vielleicht noch zwei, drei Level zu zeigen. Und ich meine, hier wurde es halt auch wild. Also, das ist jetzt noch simpel, aber auch in dem Hack wird es wild. Bleibt es nicht ganz so simpel? Nein, nein, es bleibt nicht so simpel. Ah! Das war auch höchstens die Zehenspitze. Ja, Yoshi sollte ich mitnehmen. Ja, aber wenn dir die auch, ja, wenn dir der Zeh abgebissen wird, ich weiß nicht, ist auch schon. Kann man nicht mehr so wirklich hüpfen. Nee, oder? Dann kann man aufhören eigentlich. Leute, Leute, Leute. Es muss doch drin sein. Dicker Daumen.
Was ist das Problem da, dass du aus Versehen noch A drückst? Ja, es ist so ein bisschen. Okay, also du greifst um, aber du drückst zu viele Tasten. Also ich habe jetzt so, dass ich X gedrückt halte. Also ja. Ich bleib bei X und wechsel zwischen B und A. Ach und so. Und dabei erwische ich dann manchmal noch den falschen Sprungknopf. Ach so. Das ist ja Trick 17. Du nutzt also Y gar nicht. Gerade gar nicht, ne. Jetzt schon. Jetzt auch. Ja, das ist, wenn ich halt auf B drücke, dann erwische ich den auch mit, aber X bleibt gedrückt. Okay, dann ist er wurscht. Deswegen. Da habe ich gewechselt. Ach, interessant. Ja gut, dann kann ich verstehen, dass der Daumen im Weg sein könnte. Weil wenn du ihn einfach quasi einmal quer drauf runter, dann kannst du auch A berühren dabei. Ja, verstehe. Das hättest du beim Umgreifen natürlich nicht. Das ist richtig, aber dann habe ich halt das Problem, dass ich zwischen Y und X umgreife wieder. Deswegen halte ich das gerade für die bessere Sache zum Angewöhnen. Oder du machst deinen Daumen, schneidest du einfach ein Stück ab. Das ist, glaube ich, allersimpelst. Vielleicht liegt in der Regie gerade eine Schere oder so. Ja, dann können wir den ein bisschen schmaler machen und dann sollte das ja nicht mehr passieren. Machen wir das in der Werbepause. Und dann one-shottest du hier alles. Die Leute denken, du hättest das nicht wirklich getan. Wahrscheinlich. Empfehlen wir nicht, oder? Ganz klare. Nein, ganz klare Don't Try This at Home. Ja. Das ist wirklich eine große Kaizo Pro Strat. Ich will keine Anfänger empfehlen. Nein. Ich mache nur die allerbesten der Besten. Ja. Aber es ist halt diese extra Meile, die man manchmal bereit sein muss zu gehen. Das ist doch jetzt, ich muss schon wieder darüber nachdenken, das ist doch einer der bekanntesten Mario-Tracks. Aber wo ist er denn her ursprünglich? Ist das Yoshi's Island? Ist das Yoshi's Island? Ich meine, das ist doch wirklich der Mario-Track schlechthin fast. Nein, nicht der, aber... Ja, aber einer der. Ja, zu viel gewechselt. Island? Ich glaube ja... Ich überlege gerade. Was ist das? Mario 64 irgendwo? Nee, ne? So instinktiv hätte ich gesagt, das ist so alt und das ist so. Ist ja auch so, man kennt schon den Loop. Man, bin ich denn jetzt blöd? Naja, das ist wieder ganz sowas, schlimm. Ne? Ja, also wirklich. Ich habe so viele Mario-Spiele in meinem Leben gespielt. Wie kann ich nicht wissen, wo das jetzt her ist? Weil du den so oft gehört hast. Ja. Ich verbinde da gerade aber so Glasröhren mit. Ist das 3D, Mario? Ja, dann ist es vielleicht. Also die Glasröhren. Würde ich ja einfach nur aus Mario Maker. Weil da ist die Melodie auf jeden Fall. Deswegen, da hat man es natürlich am meisten gehört. Aber da war sie ja nicht zum ersten Mal. Oder? Doch, da ist sie das erste Mal in 3D World gekommen, oder? Ich meine ja. Das ist eine 3D World Musik. Okay. Aber da wäre sie ja echt nicht so alt. Weil vom Hören hätte ich jetzt auch gedacht, die ist ja 25 Jahre alt. Vielleicht wurde sie einfach nochmal remixed oder so, aber... Bei doch Mario 64? Schlimm, wie kann ich das nicht wissen? Also, das kennt man doch. Das ist 3D World mit der Katze. Ich glaube, da kam das erste Mal. Kann gut sein, ja. Das ist Katzenmusik. Das muss doch jetzt noch... Ja, ich lege mich fest, das ist 3D World. Aber ich stimme dir dazu, es klingt, als wäre es 400 Jahre alt. Ja, easy! Ein schönes Final... Got it. So einfach kann's gehen. So einfach. Guck mal, keine Overworld. Oh, ich erinnere mich. Ich erinnere mich sogar an dieses Level. Hier gibt's Ninjis. Hast du schon mal Ninjis Ninja gespielt? Ja. Hier geht's ab. For the Ninja Clan. They cannot be defeated and will kill you if you touch them. Das ist ein schöner Hintergrund, oder? Ja. Only hold down you gain. Okay, alles klar. Blue Shell gleich Spin. Aber hier ein Tanuki-Statue, ne? Das ist geiler Song. Sehr schöner Song, sehr schönes Level. Ich würde aber sagen... Ja, ich versuch mal. Achso, schauen wir nach der Pause rein. Gleich, aber das macht der Dennis dann gleich mal. Wir machen eine kurze Werbepause, würde ich behaupten. Und dann zeigt Dennis gleich seine Motorskills, die vielleicht einen Tacken über meinen liegen. Vielleicht. Wir sind gespannt. Wir werden sehen. Bis gleich. Nach einem fantastischen Mid-Tro, ja, ich coined that phrase jetzt hier, sind wir wieder zurück.
Kai, ja, so geht das. Motorskills. Ja, ich habe schon Bock, ich bin heiß. Ich sehe die ganze Zeit nur rumwackeln. Ja, ich Mario rum. Hüpft die ganze Zeit. Er will los. Wir wurden schon vorgewarnt, wir sollen vor dem Ninja-Clan uns in Acht geben. Und ja, ich kann mich auch noch erinnern, dass es Ninjas gab. Ja. Oh, wow, das habe ich aber nicht mehr gehabt. Nichts. Wow, wieso habe ich mich denn jetzt erschrocken? Das ist der heftigste Jumpscare meines Lebens gewesen. Ach der, was? Er verfolgt mich. Der ist ja fantastisch. Der macht auch wirklich, der macht genau das, was ich mache. Das ist eine super krasse Mechanik. Ja, also da habe ich schon Level gespielt, da wirst du von 10 Stück verfolgt. Das ist so abgefahren. Hier, ich kann also, er macht halt genau das, was ich mache. Ich kann ihn natürlich die ganze Zeit im Kreis führen. Das Erste, wo mir das einfällt, also klar, das kennt man aus mehreren Spielen. Ja, also es ist ja, eigentlich ist es ja eine klassische Mario-Mechanik. Ja. Das gab es auf jeden Fall, also bei Mario Galaxy gab es das auf jeden Fall. Ja, bei Mario Galaxy gibt es das. Mit dem Schatten, der dich verfolgt. Das gab es aber, glaube ich, auch bei Mario Sunshine auch schon, würde ich gerade behaupten. Dass da so ein paar solcher Level waren. Mario Sunshine? Ja, diese kann auch sein, Passage, diese Kletterpassagen, Run-Passagen ohne Spritze. Ups, ja. Dass da schon Mario Morgana zum Verfolgen gab. Das Lustige ist trotzdem, das Erste, was mir einfällt, ist Celeste. Ja. Das hat das natürlich auch in einigen Stellen. Oh, muss ich dann echt unten in die Lücke? Das ist ein bisschen schon fies. Aber das habe ich auch schon häufiger gesagt, dass Celeste ist für mich ja auch eigentlich Kaizo. Ja, Celeste ist so gut. Also, na, fängst langsam an, fängt an wie so ein Mario und hat nachher einfach, das ist, also wenn du Celeste die B-Sides und C-Sides machen kannst oder den DLC, dann bist du auch ready für Kaizo. Würde ich behaupten. Da habe ich jetzt beim AGDQ, hat das jemand mit der Tanzmatte gespielt? Ne? Ja, alle Seasides mit der Tanzmatte. Ja, aber wie? Also das war unfassbar. Also ich kann schon noch verstehen, wie man einen Dark Souls mit der Gitarre oder so spielt. Das finde ich auch alles irgendwie sehr absurd, aber kann ich irgendwie nachvollziehen. Aber das konnte ich nicht nachvollziehen. Das war einfach, das ist... Ach, komm schon. Zeit schinden. Oh nein, ich konnte ja nicht stehen bleiben. Das war das Problem. Oh, das wäre ein schöner Save gewesen. Aber auf der Tanzmatte so. Celeste war... Ja, auf der Tanzmatte, das war einfach nur... Und das ist teilweise Deathless einfach da durchgerannt. Das war... Will ich gar nicht wissen, wie viele Stunden er dafür trainiert hat. Ja, locker 2 oder 3. Ja. Aber auch sehr schön, was ich auch sehr empfehlen kann, wenn ihr bei den Speedruns seid. Gab es da einen Blindfolded Super Mario 64 16 Star Run. Ah ja, das finde ich auch super krass. Das war einfach nur, da denkst du so, Alter, das sind Sachen, wo ich sowieso Probleme habe, dass ohne... Aber er hat es ja nicht schnell gemacht, oder? Naja, seine, also der Marathon-Run Blindfolded war schneller als meine PB zurzeit. Also gerade so die Glitches, man braucht ja den, man muss ja mit dem Hasen durch die Tür glitschen. Ja. First Try. Also den Hasen direkt gefangen mit verbundenen Augen und dann zur Tür durch. Das ist ein ganz anderes Level. Das ist Wahnsinn. Da müssen wir gucken. Der Babzia hieß er, glaube ich. Der hat den auch ge... Guck mal hier, das ist ja sogar eingebaut. Da musst du dann... Boah, ja, komm mal so klar. Wie soll man dann... Babzia, der das gerunnt hat, ist auch ein Deutscher. Vielleicht, wenn wir endlich mal wieder machen können, das wäre auch was. Vielleicht laden wir den mal ein zu Speedrun da. Das ist ein Deutscher sogar? Ja. Ja, nice. Deswegen war ganz lustig. Der hat natürlich nicht kommentiert dabei. Er muss ja sehr viel auf Musik hören und Ton hören. Aber der Kommentator meinte dann auch so, yeah, sometimes you see him count in German 1, 2, 3, to get the timing right. Den muss ich mir mal angucken. Ich hab nur Ausschnitte mal gesehen. Wirklich, ja, ist wirklich sehr abgefahren. Aber auch spannend, wenn er so, wie sie sich die Setups aufgebaut haben, worauf er achtet und sowas. Wahnsinn. Jetzt vor dem Lotus-Dude. Mhm. Vielleicht kannst du da so eine 8 laufen? Ja. Die Vine, die ist auch nur da, um mich zu killen, wenn ich mich dran festhalte? Ich kann mir nicht vorstellen. Eigentlich schon, ja. Ja, sobald ich mich festhalte. Naja, du könntest theoretisch, wenn du zu niedrig bist, nochmal. Also direkt quasi weiterspringen. Halt nicht hochklettern, sondern direkt einfach nur zum Abspringen. Der Ninja erwischt mich dann. Ich teste es jetzt. Oh Mist.
Ne? Das ist ja quasi mehr so ein One-Frame-Trick. Also quasi, sobald du dich festhältst, direkt weiterhüpfen. Dass du gar nicht dran Zeit dran verbringst, aber quasi nochmal in Höhe gewinnst. Wenn du zu niedrig bist. Ohne Wein ist wahrscheinlich die sicherere, schnellere Variante. Ja. Oh. Naja, ich meine, ich lass sie weg. Mach's, wie es für dich gut anfühlt. Ganz genau. Das ist das Wichtigste. Und denk dran, bester Tipp, einfach machen. Einfach machen, alles klar, dann mache ich jetzt einfach. Ah, Mist. Aber das ist ein schönes Level, oder? Ja, wunderschön. Musik gibt genau die richtigen Stimmung vor. Die Kirschblüten geben noch so ein bisschen extra. Du hast die ganze Zeit, es passiert immer was. Ja. Aber trotzdem ist es nicht schwer, den Überblick zu behalten. Echt schön. Das ist schon böse. Da würde ich, glaube ich, mehr Fulljump machen. Oder drüber, ne? Ja, über, ja. Naja, du gehst mit dem Daumen immer komplett drüber, ne? Ja. Das ist... Achtest du denn groß darauf, dass du Y und X dann... Ah. Ja, ich rutsche schon hier so oben erst. Also ja, okay. Also ich achte schon, dass ich immer erst X bzw. Y drücke. Ich glaube, die Vine ist der Kill. Lass sie jetzt weg. Das ist wahrscheinlich auch nur ein Check, dass du nicht nach oben und unten drückst. Ja. In der Zeit. So, also der erste Sprung über. Macht schon Sinn, hier jetzt rüber. Aber jetzt. Ah, doch. Und. Ah, oh, ah. Oh, ja, jetzt ist Maria. Aber cool, der Ninja, oder? Ich finde, das ist. Ja, der Ninja. Da habe ich auch schon einige Level gespielt. Und wie gesagt, es gibt Level, da wirst du von 10 verfolgt. Super abgefahren. Und dann hast du halt natürlich einen super langen Rattenschwanz hinter dir. Was war denn das nochmal? Look out for lasers. If anything touches the red target, the nearest laser will fire. Ah, okay. Direkt Laser durchs Auge. Ah, if anything, okay. Ah ja, okay. Aber das heißt, ich gehe am besten... Und direkt hoch. Oder darf ich... Ja? Meinst du? Oder direkt weiter. Ja. Wow. Ja gut, damit konnte ich keiner rechnen. Aber geile Mechanik, ne? Oder? Auf jeden Fall. Sehr cooler Hack. Ach, geil. Und dann, ach, mir werden die Plattformen zerschossen. Ich dachte gerade, gut, ich kann doch eigentlich da durchspringen. Ich werde ja nicht instant... Aber ich, das ist geil. Nearest Laser Fires. Ich glaube, der feuert halt auch immer in dieselbe Richtung. Ja, okay. Auch wieder sehr gute Musik. Ja, ist extrem lange her, dass ich den Hack gespielt habe. Aber ich wusste noch, dass ich den extrem gefeiert habe und der sehr kreativ war. Das ist natürlich jetzt auch eine Geschmackssache. Ich bin eigentlich nicht... für sowas, also das ist mir jetzt zu abgefahren weit weg von Mario, wenn irgendwelche Laser auf mich schießen. Das ist mir zu viel weg, also das ist so weit weg von Mario, aber er ist natürlich super kreativ. Das ist mir zu Sci-Fi, ja. Ja, das ist viel zu Sci-Fi. Viel zu unrealistisch. Mir ist ja immer wichtig, dass es sehr realistisch ist. Laser. Eine Feuerblume und so, okay. Aber echt wunderschön, Laser. Auch custom. Auch der Hintergrund und die Röhre da mal. Hallo, wieso geht denn der nicht nach rechts? Wieder dieser hässliche Yoshi. Das haben wir schon herausgefunden, sobald ein Baby-Yoshi noch im Screen ist, verändert sich der Kopf von Yoshi. Ja, weil SMW ist es einfach nicht gewohnt, mehr als einen Yoshi auf dem Bildschirm zu haben. Nee. Das kann doch nicht sein. Kannst du, bleib, lass dir Zeit. Ja, du hast recht. Der startet auch so langsam. Nicht ganz so viel Zeit. Länger auf der Plattform bleiben. Darf nur nicht zu lange, weil ja das Fadenkreuz da ist. Ja. Wow. Aber es ist eine geile Sache mit dem Laser. Das finde ich super. Und ich finde die Idee noch cooler, dass mir die Plattform zerschossen wird, als dass ich getroffen werde. Das... Ups.
Plattformen kaputt gemacht werden, finde ich super. Also direkt so eine Mechanik doppelt genutzt. Ja. Super gut. Oh, ich weiß, wo die Musik her ist. Die passt super zum Level. Ja, aber die würde mich wahnsinnig machen auf Dauer. Ja, du bist ja sowieso nicht so Fan von Lasern, also insofern. Nee. Es ist halt Lasermusik. Ja. Oh, das passt. Es passt. Also da brauchen wir nicht drüber sprechen. Es passt zum Level. Hey. Nice, Checkpoint. Oh, damit habe ich irgendwie nicht gerechnet. Oh. Du brauchst ein bisschen mehr Anlauf. So, ne? Weiß gar nicht, was einfacher ist. Wahrscheinlich nicht. Aber mehr Flex. You have 10 seconds to... Ach, oben der Timer! To Room figure out each of the four rooms. Don't pause. You'll explode. Das war Pause. Ja, Pause kannst du auch nicht machen. Und er hat Musik getötet. Oh nein. Kommt sie denn wieder? Oh nein, das ist natürlich nicht so schön. Vielleicht, wenn ich hier drin bin? Der ist ja noch schnell. Ach ja, die Shell. Landet er wieder drin. Ja, okay. Oh gut, Musik brauchen wir natürlich. Laser durch den Kopf. Hä? Ja, schnell. Ja, schnell. Entschuldigung. Du hast 10 Sekunden. Ja, ich habe einfach kurz überlegt, ich bin ein Idiot. Ja, echt. Also einfach machen. Ja. Wir wissen das doch. Musst du nicht aufs... Ja, ich muss... Ja. Wo muss ich denn hin? Was soll ich denn aufs Spiel? Kannst du direkt draufhüpfen? Ja, ich kann direkt draufhüpfen. Ich glaube schon, er ist nie dahin geschossen. Ich kann mir vorstellen, dass du rechts rüber musst drauf und dann wieder rüber. Ja. Oh, die fehlende Musik ist natürlich jetzt blöd, ne? Das ist jetzt so ein bisschen trocken, ne? Ja, soll ich... Was denn, wenn ich... Ich habe doch hier einen Checkpoint. Raus, rein aus dem Level. Da müsst ihr wieder laden. Stimmt. Mach zur Sicherheit vielleicht mal ein Save. Ach, es war Select... Ach, okay. Okay. Repariert. Profis. Du hast, weil du Select hast, du glaube ich an ungewohnt. Ja, genau. Ja, wobei eigentlich müsste es beides sein, deswegen. Ja, okay. Dann ist die Frage, wo die. Wahrscheinlich kommt die Tür dann links. Denke ich auch. Dass du einmal hin, einmal zurück musst. Aber auch eine super geile passende Mechanik, auch mit dem Timer und diesem Level, das passt natürlich. Er hat dich noch erwischt. Er hat mich erwischt? Er hat dich erwischt, also ja. Das halte ich jetzt, ja, gut. Weil die Räume jetzt auch gar nichts mit Motorskills zu tun haben. Stand doch an der Tür. Ach, das ist diese Tür. Und er guckt nach oben, vor der Tür. Ja, er braucht so lange zum Durchgehen. Rechts. Da kommt die Tür links. Aber das schaffe ich nicht. Ich glaube, ich muss den mitnehmen einmal. Ich glaube nicht, dass ich den sofort aktivieren kann da an der Stelle. Das sah jetzt schon sehr knapp aus. Wahrscheinlich jumpen. Jumpen. Okay, dann jump ich jetzt. Meinst du, hüpfen würde helfen? Ja, ne, da sind die Laser dann nicht. Lücke dran sein. Ja, aber das kann ja nicht sein. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, was du dich jetzt auf einmal so einstellst, denn. Also. Ja, du kannst sogar, glaube ich, ganz rechts bleiben. Ja, da wo der Block ist? Ich glaube ja. Ich glaube, der Laser ist so, landet quasi genau vor dem Block, wenn du komplett rechts an da bleibst, wo der P-Switch ist. Aber man hat keine Tür gesehen, ne? Die Tür taucht, glaube ich, ganz links auf. Ich habe da, glaube ich, einen blauen Schimmer gesehen, aber du stirbst immer sehr schnell danach, deswegen. Ich kann hier stehen, Tatsache. Und da ganz links. Easy.
Du hast ihn leider nur verfehlt, aber sonst war's war es richtig. Ja, ich muss die beide killen oben, ne? So würde ich es auch sehen. Und schnell dabei sein, dass dann die hochwirfst dann nicht. Ja, das ist ja hier human. Ach, der Timer, ich Idiot. Ja, ja. Ich bin bei. Nee, schon mal. Okay, eine. Ja, wie soll ich den denn noch treffen? Ach, erst den oberen. Erst den oberen. Oh, Jesus Maria. Da schaffen wir noch das Level. Ups. Gehen wir jetzt. Och, ja, ausgelöscht. Das schaffen wir noch. Aber es ist ein schöner Hack. Wie gesagt, ich meine, er hatte auch nicht so viele Exits. Da bin ich auch ein Fan von. Er muss auch nicht immer irgendwie 40 Exits haben. Nee. Dafür gibt es so viele verschiedene Hacks, da brauche ich nicht 1000 Level in einem. Es hat auch schon so einen ganz eigenen Charakter, allein dadurch, dass es keine Overworld gibt, man direkt von Level zu Level kommt. Ja. Dadurch wirken die Level noch ein bisschen runder irgendwie, habe ich das Gefühl. Wieso steht... Das ist für mein Gehirn... Ich weiß nicht. Das ist nichts für mich. So geht's nicht. Gut. Jetzt. Eigentlich simpel. Moment, ich habe ja Zeit, ne? Ja, Augenblick hast du Zeit. Ah. Ah, das ist aber fies. Okay, ich kann da aber drunter stehen bleiben und schon ein bisschen auf den oberen zielen. Ja, du hast 10 Sekunden Zeit. Ja, eben. Ich weiß, dir juckt es in den Fingern direkt Speedstrand. Ja, ja. Direkt durch zu Pesen. Ist aber da nicht. Ich ein bisschen zu früh nach oben gedrückt. Ja. Ist es das? Der ist es. Oh. Ja, das geht doch. Das geht. Warum bin ich denn da jetzt gesprungen? Das ist eine gute Frage. Wer beantwortet die Frage? Wie viele Räume stand in dem Message-Block? 5 Rooms? Stand da in der Anzahl? Aber ja. Ich nochmal nachschauen. Wieso bin ich denn? Jesus. Sehr gut. Gut. Sehr gut. Keine Ahnung. Mhm. Ich muss erst an den anderen kommen mit einem Shell Jump, oder? Da komme ich doch nicht mehr dran. Shell Jump? Wie komme ich denn an die Shell da oben? Die muss ich runterholen. Nee. Du brauchst beide Shells. Du musst die erste Shell dahin machen. Und dann. Ja, wobei hat der Laser da was kaputt gemacht, vielleicht, dass du erst die rechte Shell holst? Weiß ich jetzt nicht. Vielleicht war da was am Anfang? Hm. Ja, da sind nämlich die Blöcke. Jetzt ist die. Ah! Geiler Troll. Hast du gesehen, was kaputt gegangen ist? Skull Tape. Vielleicht kommt noch einer? Okay. Okay. Skull Tape selbst zerschossen. Das ist ein sehr netter Troll. Das war halt aber auch genau neben der Tür, ne? Ja, klar. Nicht ein Block dazwischen. Ja, du bist so unter Zeitdruck, der so, okay, ich muss da jetzt hin. Ja, ja, klar. Ja, ja, klar. Das war wieder der P-Switch. Das ist es jetzt. Schönes Level. Auf jeden Fall. Die ganze Hecke ist super. Ja. Empfehlung geht raus. Dieser Raum. Ich wollte jetzt fancy eher das Ding kaputt machen. Ja, hier kommen kommen schon die Swag Strats. Das Level noch nicht geschafft, aber. Schön überheblich. Man kennt es.
Hört ja dazu. Ich bin zu blöd. Jetzt hast du ein bisschen lange gewartet. Ich bin zu blöd dafür. Das geht nicht in meinen Schädel. Wie mache ich jetzt jeden dieser Shells kaputt? Ist ja eigentlich super simpel hier. Das ist ja das Problem, ja, ja, dass du ja kaum Platz dann hast. Oh, das ist schon böse. Okay, jetzt aber. Der ist es jetzt. Der ist es jetzt. Jetzt ist es halt free. Irgendwann ist es dann free. Obwohl, das ist mein größtes Problem leider noch. Obwohl das so bescheuert simpel ist. Ja, da war ich zu greedy. Greedy Denson ist greedy. Ja. So, jetzt aber. Ich will auch gar nicht in der Konzentration stehen. Aber Motorskills sind auf jeden Fall sehr, sehr cool. Kann man viel mitmachen. Gut, ne? Hallo? Ja, schade. Das war Jank, oder? Das war Jank. Was für ein Scheiß-Hack. Ich meine, hier gerade ist es ja auch wirklich angenehm. Irgendwie. Der hat natürlich auch noch viele andere Mechaniken dabei. Ist ja sehr custom. Ja. Lasern und allem. Das ist super. Der geht auch. Also. Naja, die. Mann, aber was, warum? Darauf achte ich doch gar nicht mehr. Meine Mission war beendet, als ich das hochgeworfen habe. Deine Mission ist erst vorbei, wenn du das Goldtape getroffen hast. Ja. So, jetzt aber, das ist es. Schnell. Ey, dass der nach oben guckt in der Tür, das macht mich wahnsinnig. Ich weiß ja auch, dass ich selber schuld bin, weil ich einfach zu früh hochdrücke. Uiuiui. Könnte schon gezwiebelt haben. Ja. Die Nackenhaare haben sich auf jeden Fall hochgestellt. So. Der ist ja. Oh nein! Oh, jetzt wird's knapp, glaube ich. Ja, aber ist noch drin, ist noch drin. Ja, easy. Ja. So. Und die Zeit läuft. Und dann habe ich mir zu viel Zeit gelassen. Nee, komm, jetzt ist es egal. Also, das ist ja ein Multitroll, oder? Nein, der ist hart. Also, darauf habe ich gar nicht geachtet. Ja, musst du direkt durch. Muss ich jetzt noch einmal? Ja, komm. Komm, jetzt, das kann ja wohl nicht sein. Kannst du doch nicht auf dir sitzen lassen. Nein, aber also, das ist ja eigentlich super stark. Der ist sehr nice. Ja, den also, habe ich auch nicht bedacht. Nee, ich sag mal, die wenigsten machen das im First Try, glaube ich. Nee, im First Try wirst du direkt reinrennen in den Laser. Eben. Im zweiten dann. Ja, und dann denkst du, oh, der Sprung ist knapp. Vielleicht ist passiert es genau wie mir, dass du den sogar nicht schaffst, dann denkst du, okay, du brauchst wirklich Momentum. Also nehme ich mir ordentlich Schwung. Alle Trolls mitgenommen. Ja, das muss jetzt aber. Gutes Level, also wirklich stark. Oder? Hä? Ich mach irgendwas komplett falsch. Wow, 0-4 hinten noch. Hat geklappt, hat geklappt. Aber es war sehr, sehr knapp. Boah, ist aber dann sehr knapp. Und ich bin schon mit einem kleinen Spin sofort drüber. Ja. Tight. Mario Land. Das ist Mario Land, ja. Ja, ja, gut. Sollen wir es bei dem Behälter belassen und wir machen nochmal einen anderen? Was meinst du? Oder ist es auch Quatsch? Jetzt haben wir noch so ein bisschen Zeit. Ja, das ist noch wenig. Versuchen schnell bei Birth of Kaizo. Ja, sicher, machst du noch eins. Okay, mach ich noch schnell eins. Komm. Gut, dann wechseln wir noch einmal rüber. Sollen wir mal hier einfach sicherheitshalber ein Safe State machen? Mach mal ein Safe State. Ja. So. Genau. Wer weiß. Wer weiß. Hoppala, hoppala, hoppala. Ganz, ganz ruhig jetzt. Ganz ruhig. Zerstöre hier den Controller. So. Wir wechseln nochmal rüber zu Joy of Kaizo. Ja. 4 kommt mir komisch vor. 4 kommt mir auch komisch vor, aber wir haben 2 für Safe States. Ich schau gerade mal. Black Waterfall. Cactus at Sunset. Da war ich aber auch. Ich habe schon was gemacht. Staffel 8? Staffel 8, Episode 10. Haben wir. Ah, nee, gut. Meinst du nicht? Ich glaube, an der Stelle waren wir. Kannst du denn laden? Na? Ja, ist genau an der Stelle. Okay. Tatsächlich? Ich dachte, wir haben doch ein paar Exits gemacht. Wir haben auch ein paar Exits. So ist er nicht. Ne, es waren jetzt der 4., ne? 3. Dann war das ja Level 4.
Oder im Safe stand im Speicherstand stand eine 4. 4, ja. Es waren doch nicht nur 4 Exits. Ja, ich weiß nicht. Ich kann noch mal kurz den anderen Safe State. Ne, ist auch da. Okay. Ich dachte, wir hatten so einen guten Flow nach dem einen Level, wo es dann ein bisschen. So war es doch eigentlich auch. Die nächsten Level sind dann nämlich zackig. Und das eine Level, das ein bisschen schwerer war, das war ja nicht das zweite. Ja, vielleicht war es das zweite und die nächsten beiden gingen gut? Das war doch nicht das zweite. Haben wir nicht gespeichert. Ich glaube fast. Nee, warte, wir hatten auf jeden Fall noch das. Das hast du hier gemacht. Das habe ich schon gemacht. Lang, lang ist es. Haben wir da nicht gespeichert? Das ist ja tragisch. Aber nicht mal, weder gespeichert noch ein Safe State? Oh, das ist halt das Ding. Ja, und ich meine, hier kamst du nämlich hardcore schnell durch. Ich kann mich auf jeden Fall noch an das Rätsel-Level erinnern. Ja, eben, das kommt ja auch noch. Kommt auch noch. Mit dem Yoshi. Haben wir auch schon gemacht. Wow, da bist du schon durch den ersten durch. Na gut, aber lohnt sich einfach auch kurz mal das Bob Ross Mario Model zu sehen, ne? Ja, sehen wir noch ein bisschen. Also dafür kann man jetzt mal. Sonst dann mache ich das Level hier noch schnell, dann. Na klar, beim nächsten Mal den Speicherstand da wieder hinmachen, dann muss ich nochmal nachschauen, wie weit wir da waren. Da kannst du auch super lange warten eigentlich, bis die Schüsse weg sind komplett. Ja, aber ich bin ja ungeduldig. Ja, wem sagst du das? Ich hätte auch gerade bei den Lasern ein paar Mal warten können. Ach jetzt. Aber das war aber echt knapp am Ende. 0,4 hinten, 0. Da war wirklich nichts mehr. Das war nee. Ein 400stel. Jetzt. Ja, ist es. Gut, dann warten wir im Augenblick. Das macht schon deutlich leichter. True. Mighty Butzlight. Das war ungünstig gemacht. Da hätte sich warten wirklich gelohnt. Ja. Pass auf, guck mal, dann mache ich das Level noch für schnell fertig. Und dann gucken wir nochmal schnell bei Super Smash World rein. Meinst du? Wenn ich hier schnell genug durchkomme. Na gut. Hm? Da wird irgendwas kommen. Bullet Bill? Nein. Super Koopas. Aber der Spin Jump war die falsche Entscheidung. Ja. Irgendwie hatte ich das Gefühl, damit ich doch nicht spinnen müssen. Ich konnte mir nicht vorstellen, was da kommen kann, wo ich dann nicht spinnen muss. Und dann kam der Super Koopa und ich dachte mir, ach ja! Hättest du mal jetzt Motorskills. Ich wollte gerade sagen, gerade jetzt gerade Motorskills perfekt gewesen. Ja, dann. Also Motorskills können wir eigentlich in jedes Level einbauen. Ich wäre auch mal für einen Adventure-Hack, wo die einfach mit dabei sind. Also, dass man sie einfach benutzen kann, wenn man will. Ja, heutzutage würde man das wahrscheinlich dann auf eine neue Taste legen. Ja, klar. Dass man nicht einfach so oder wie. Ich weiß gar nicht, ob das einfacher machen würde. Schultertaste? Zum Wechseln? Ja. Schultertaste? Doch, doch, doch. Ich frage mich, was intuitivsten ist. Ich glaube immer noch, gerade bei Motorskills, ja, wenn du das mit den Schultertasten spielst, also mit dem Setup von Mario Maker, so spielen es ja manche Emulatoren, also Spin Jump auf R oder L, tausendmal einfacher. Du hältst nur Y. Und wechselst zwischen R und B. Das stimmt. Also, das ja, ist, true. Stimmt. Das ist viel einfacher. Hm. Das ist nämlich der Trick bei Motorskills. Überlege ich gerade, ob ich es gibt vielleicht sogar, dann doch demnächst mal wechsle. Ja, es. Wo war das? In welchem Hack? Ich kann es nicht mehr sagen. Ich habe einen Hack gespielt. Vor kurzem und da. Ist das auch standardmäßig so in SMW, in Motorskill-Level und du kannst mit der R-Taste spinnen. Das ist vom Hack her so vorher. Hack her? Okay. Ja. Wobei ist ja eigentlich nicht schwierig, ne? Einfach die R-Taste, dann Spin-Jump hinlegen für das Level. Genau. Das müsste ja eigentlich leicht zu programmieren sein. Jetzt kommt doch wieder her. Das geht doch, ach so. Das geht doch auch, glaube ich, oben, ne? Ja. Ja, finde ich auf jeden Fall, das habe ich schon immer gesagt, also wer das so spielt, hat bei Motorskills auf jeden Fall einen Vorteil, 100%. Aber es ist halt auch nicht real irgendwie. Ja, irgendwie nicht, das, ist auch meine Hemmung, das dann umzusetzen, aber das würde es. Ich finde sowieso Buttons umlegen, ich finde das immer gut, wenn das Spiel das von sich aus schon vorgibt, wenn man die Möglichkeit hat, in Optionen Buttons zu ändern, dann finde ich das okay. Wenn nicht, dann finde ich das nicht richtig. Dann hat sich das Spiel irgendwas dabei gedacht, dass das so ist. Sollte man so meinen. Ja.
Ja, aber Nintendo ist halt bei seinen Spielen ja gerne etwas optionsarm. Ja, das stimmt. Okay, ganz ruhig. Wow, der findet jetzt aber schnell, ne? Ja, sehr schnell. Quasi in dem Frame, wo ich den Sprung gedrückt habe, aber... Einen Augenblick warten und hüpfen. Okay. Oh, und der letzte war so weit. Das meine ich noch zu erinnern. Der letzte Sprung von dem Super Koopa war irgendwie viel zu weit gefühlt. Ja, vor allem am Anfang, wenn du so bremsen musst. Ja. Du musst doch mehr mit Regraps arbeiten, als man am Anfang meint. Ja, du machst das Level nochmal eben schnell, ne? Ja, die mache ich noch. Ja, das machst du nochmal eben irgendwie ruckzucki. Ich bin mir jetzt nicht sicher beim letzten Mal, ob wir den mit Safe States gemacht haben. Irgendwie. Nee, ich glaube, du hast den ziemlich kaputt gemacht sogar. Ja, ziemlich schnell geschafft. Ich finde, man sieht ja auch schon, dass ich da so ein bisschen mittlerweile... Ja, auf jeden Fall. Jetzt müsste man mal hier Episode 1 gucken und Episode 24. So. Ja, das sollte man mal machen. Am besten noch mal alle durchschauen. Aber der ist wirklich weit weg. Ja. Man darf da echt nicht bremsen. Genau, am besten alle noch mal hintereinander weg. Schöne Pyjama-Party mit einem Freund aktuell geht ja nur. Meine ist ja auch nur 24 Stunden. Das geht. Ich finde auch. Einen Tag und dann habt ihr das durch. Eben. Sind ja viele zu Hause im Moment. Und ob jetzt Netflix läuft oder so geht das im Permaloop. Und wenn ihr Lust habt, zählt ihr einfach alle Tode. Wow. Wären schon einige, denke ich mal. So, also zweimal sind wir, glaube ich, schon. Alle Tode. Das wäre schon eine ganz schön blöde Arbeit. Dann Statistik aufstellen, in welcher Folge wir am meisten gestorben sind, welches Level. Und woran es lag. Was mich auch interessieren würde, wer von uns beiden häufiger gestorben ist. Ja. Ist bestimmt sehr knapp. Ich glaube, du hast auch effektiv mehr gespielt. Das dadurch auch mehr bist du auch mehr. Ja, ne? Tode Verhältnis zur Spielzeit. Auf jeden Fall sollten wir die auch. Das ist auch eine gute Statistik. Genau. So war das. Aber das ist schon knifflig eigentlich. Ja, schon. Checkpoint. Ja, easy. Jetzt machst du nur durch. Okay, ich warte ja. Gezwungenes Warten ist halt natürlich nicht so geil hier. Nach rechts gedrückt. Bist du sicher? Ja. Ich bin der Schiri. Ich sehe das da auf dem Bildschirm. Den Jump. Wusstest du eigentlich, dass die Koopas in Mario World die Farben der Knöpfe des Controllers haben? Jetzt, wo du es sagst, ja, das hat total viel Sinn. Habe ich auch im Stream neulich irgendwie, haben wir drüber gesprochen und ich war auch ein bisschen geflasht. Dann dachte ich, ist es Zufall? Aber nein, das ist ja kein Zufall. Das ist kein Zufall. Es kann kein Zufall sein. Also ist das der Ursprung der Farben der Koopas, der Controller des Super Nintendo? Wahrscheinlich ja. Ja. Was war zuerst? Man könnte jetzt natürlich so ein bisschen. Dann die Farben der Knöpfe. Ich meine, die Knöpfe sind ja fest zugebunden. Mit den Fähigkeiten der Yoshis noch irgendwie korrespondieren. Naja, das Blaue gerade, oben zum Fliegen. Das Rote ist ja häufig auch Firebutton quasi. A, Firebutton. B, ey, jetzt pass auf, man kann ja ganz wild rumspringen. Springen ist natürlich... Und der grüne Koopa, der einfach nur schnell... Der läuft nur schnell hin und her.
Naja, so ganz weit weg ist es nicht, oder? Man kann da bestimmt einiges reininterpretieren. Die Frage ist, war der Controller zuerst da oder das Design der Koopas? Und vielleicht hat man gesagt, komm. Deswegen haben sie ja beides gleichzeitig rausgebracht, damit sich diese Frage auf ewig gestellt hat. Ja, aber es wird ja nicht beides entwickelt worden sein in derselben Sekunde. Also. Wer hat sich wovon beeinflussen lassen? Wir brauchen noch 4 Farben für die Knöpfe. Ja, diese Koopas, die wir doch hier haben, nimm die doch. Oh ja, okay. Ja, aber fand ich... Das ist eine fiese Stelle. Ich glaube, du kannst da oben in die Lücke kurz springen. Ja, ich glaube, muss dafür man ist die. Ich habe es mit Regrab da versucht, aber das ist schon sehr tight. Der Lücke ist das, glaube ich, einfach. Warte mal, gab's auf dem NES gibt's nur rote und grüne Koopa. Ja. Aber kein Full Jump. Ja, dann ist es vielleicht doch nicht daher, ne? Weil die gab's ja nun mal schon. Da waren die Tasten ja nicht rot und grün. Aber vielleicht hat man sich gedacht, wir wollen noch 2 zusätzliche, also nehmen wir noch blau und rot. Sind aber auch einfach die gängigsten Farben, sagen wir es mal so. Also jetzt, ein helles Pink wäre ungewöhnlich. Wenn ich mir 4 Farben überlege, komme ich vielleicht auch auf rot, blau, grün, gelb. Vielleicht haben wir ein bisschen zu überinterpretiert. Oh, stark. Oh, stark. Ah, das könnte knapp. Nee, schade. Ich glaube, das wäre das Finale gewesen. Wir sind kurz davor. Progress. Aber wir wollen ja auch nicht, dass es endet. Aber wir schaffen das noch. Hä? Jank. Müll. Echt? Kacklevel. Spielen wieder. Nein. Weg damit. Wir müssen immer im Hinterkopf haben, das ist übrigens die Beginner-Version des Hacks. Ja, das ist richtig. Sag's bloß nicht zu laut. Da ist dein ganzer Körper aber mitgegangen. Der war aber da ist er voller Einsatz. Entschuldigung, könntet ihr... Du müsstest ihn weiter nach links. Achso. Ja. Ist ja! Er muss doch drin sein. Da haben wir es doch nicht beendet, dieses Level. Aber dieses Rätsel-Level, da sagst du ja was. War das vielleicht das dritte? Und das Schwere war das zweite? Das kann auch gut sein. Nee, es gab doch noch diesen Strand. Ja, der Strand war das zweite Level, da haben wir sehr lange gehabt. Ja, also, dann kann es ja nicht sein. Stimmt, dann kam das Waldlevel, das war das dritte. Ja, dann das Puzzle haben wir schon gesehen, da muss das danach kommen. Da musste das eigentlich danach kommen. Ich kann mich nicht erklären, warum wir da nicht mal ein Safe State dann gemacht haben. Aber wir hatten doch auf jeden Fall auch ein Safe State beim Puzzle-Level. Ja. Die Technik versagt. Ich werde dem Ding auf den Grund gehen. So. Stimmt, beim Puzzle haben wir auch ein Safe-Set gehabt oben. Nach dem Fliegen. Also würde mich wundern, dass er dann den alten Safe-Set drin hat. Aber den wir haben auch nicht auf einem anderen Rechner gespielt oder sonst was. Das ist Forced Waiting. So, jetzt aber mal. Ich schaff das noch. Sonst machen wir heute ein paar Überstunden. Tja. Ich will euch diesen Level nicht schuldig bleiben. Ich will vor allen Dingen. Die Frage ist, haben wir ohne Safe States gemacht? Da haben wir hier irgendwelche. Aber hier kannst du ja auch gar keine machen. Ja, wenn dann vor den Bullet Bills halt. Ist durchaus möglich, dass wir das gemacht haben. Will ich nicht ausschließen. Überlegt, ich bin mir sicher. Gott, das ist... Wenn man gerade aufgeben will, ist wieder so ein bisschen Progress und man denkt so, ja komm, das ist das komm Problem. Jetzt muss das doch aber auch drin sein. Oder du machst noch 3 Versuche. Okay, 3 ernste Versuche. Und ein Versuch ist immer erst, wenn man hier oben ist. Also ab hier. Das
Sehr gut, easy jetzt. Oh, und da wiggelt er kurz und zack. Ja, es ja, ist ja, musste, ich weiß, ich weiß. Zwei, ja. Fantasy-Versuche sind das. Das sind keine realen Versuche, das ist ein großer Unterschied. Also, sauber. Doch noch ein Clear, schön, weil das ist jetzt 100%. Komm schon, du stehst. Du stehst. Du warst ja durch, oder? Ich war ja durch. Ihr habt es ja gesehen. Also das ist ja den letzten Sprung. Der letzte Sprung ist ja meistens eigentlich auch nie so ganz wichtig. Ich glaube, das reicht. Das ist gut. Wir verabschieden uns für diese Woche. Beim nächsten Mal musst du es jetzt nochmal spielen oder suchen wir den alten Speicherstand? Ich schaue mal, ob ich den alten Speicherstand finde und gucke nochmal, wie weit durch ich war. Das Level war ja ganz klar. Ihr wisst, wie es ist. Ich sag mal, bis nächste Woche. Tschüss. Bis dann.